Ist der das? Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erklär ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Bei Sindri klang es, als wäre Dürlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wer ist hier das Schlüsselwort, Klang? Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dörling kommen. Gleich bei den Felsen. Hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Hm.
Na, die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Und wo lang gehen wir? Wir könnten uns vor Tirs Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Was ist das? Tod. Die Drachenskulptur ist nicht schlecht.
brauchen dafür wohl Spezialausrüstung. Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Es können also nicht alle Zweige, was Brock und Simbi tun, ja? Sich zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die vermutlich von einer geheimnisvollen Zwergengilde bewahrt wird. Wahrscheinlich ist es das Beste. Dass die es können, reicht mir schon. Eine Pause vor dem Besuch bei Durlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Nett von dir. Stets zu Diensten.
das bringt Schmerzen. Ich reinige mein Werkzeug. Hey, was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. Ich feuere die Schmiede an. Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Was immer du brauchst. Soll's was Bestimmtes sein? Pass auf! In der Nähe des Geistes. Wir müssen den Schlüssel von dort holen und diese Tür aufschließen. Wir müssen, ich muss, einen sehr alten Weg. Erst schnell! Thank you.
Draugar-Löchern. Wir müssen diese untoten Mistviecher alle auslöschen. Sauber! Du brennst, Kratos! Vorbei! Erst schnell! Was ist hinter der Tür? Ein Gefangener, sozusagen. Atreus, du siehst heute aber groß aus. Ist eine der Maschinen? Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Zu entdecken. Schön, eine Weile aus Midgard raus zu sein. Ja. Ein Vogelspion weniger. Über dir, Kratos!
Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Ein Handel mit Asgard schlossen. Was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung. Es war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Was du da hast, ist reines Svartalfame-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr von Nutzen sein. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen. Vater, ist das immer moralisch, etwas zu töten, das dich töten will? Ja. Tja, da hast du's, Junge. Ist das etwas Svartalfheim-Schlacke? Gib die her. Was es auch sein soll, ich mach's. Übrigens.
Übrigens, wenn ihr zu den Bergbaumaschinen in der Bucht geht, könnt ihr mir Schlacke mitbringen? Ich bräuchte sie als Herstellungsmaterial. Wie sind diese Anlagen entstanden? Ich ließ sie bauen, um Erz für Bewaffnung abzubauen. Also quasi, um Ressourcen zu sammeln, die sonst an die Zwerge gegangen wären. Glaubst du, dass ohne die Dinger die Zwerge unabhängig werden? Ich weiß es nicht. Aber ich muss irgendetwas versuchen. Es gibt auf dieser Insel noch eine Bergbaumaschine. Riechst du den Rauch? Warum sollten die Zwerge überhaupt freiwillig für die Asen arbeiten? Und das hier ist dann das Herz. Du hast sie belogen. Ich habe sie belogen. Aufzugding schwingt. Gerüst. Gerüst. Danke. Nicht richtig. Das muss die richtige Stelle sein. Diese Fässer. Ich rieche Brennstoff. Ich wette, ein Funke von deinen Messern würde ziemlich knallen. Oh, gut experimentiert. Wenn hier den Boden durchbrechen. Du eine Stelle findest, die hoch genug ist. Die Zwerge hätten die Maschinen selbst abschalten können. Ein paar haben es versucht. Die Einherjar ja haben an ihnen Exempel statuiert. Sie töteten die Zwerge? Hättest du sie nicht aufhalten können? Ja.
Das sollte helfen. War nicht so schwer.
Kerl! Von Svartalfheim war die Herstellung einer Waffe eine heilige Sache. Aber Odin wollte nur so viele Klingen, wie er kriegen konnte, und zwar so schnell wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloren die Zwerge ein Stück von sich selbst. Zwerge haben wegen dir überlebt. Da hast du nicht ganz Unrecht. Odin hätte jeden einzelnen Zwerg in Svartalfheim ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. Wow, toll! Hm.
Hey, was? Mein Gesicht juckt. Ich glaube, mein Bart wächst. Wirklich? Ja, an meinem Kinn. Da, er wächst. Wirklich? Das ist nicht nur Dreck. Das ist kein Dreck. Mimir, wie viele Geschichten hast du über Odin und Thor erzählt und all ihre bösen Taten? Mal sehen, an wie viele wir uns erinnern. Da braucht wohl eine Gedächtnisauffrischung. Mein Gedächtnis braucht keine Auffrischung. Sie überfielen unser Zuhause. Ja, aber ich rede von der Vergangenheit. All die anderen, die sie verletzt haben. Mal sehen. Also, da war Tamur, der Steinmetz. Ja, er stritt mit seinem Sohn, ging nachts zu ihm und fand stattdessen Thor vor. Und da war Tamurs Sohn, Hrimthur, der die Mauern von Asgard erbaute und Freya etwas Wichtiges zuflüsterte, bevor er verraten und ermordet wurde. Da war natürlich Groa, die Hüterin des Wissens und Prophetin Ragnaröks. Thor ermordete ihren Gemahl und Odin vertuschte es, bevor er sie selbst umbrachte. Vergessen wir ihn hier nicht, den ersten Riesen. Odin zerstückelte ihn, um aus seinem Körper die Welten zu formen und ließ sein Blut beinahe jeden Riesen ertränken. Was ist mit den Riesen von Jötunheim? Sie schienen alle tot zu sein, als wir endlich dort ankamen. Das bleibt ein Rätsel, obwohl es durchaus wie der Traum der Asengötter klingt. Ah, aber jetzt genug davon. Riecht ihr den Rauch? Hier ist noch eine Bergbaumaschine. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Odin nicht erlaubt hast, sie zu töten? Das, Sir. Achtung! Rechte Seite! Wenn den Zwergen die Arbeit für Asgard nicht gefiel, wieso hörten sie nicht auf? Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalfheims. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Würden sie aufhören zu arbeiten, hätten sie nichts mehr zu essen. Oh, das ist schlau. Sie sah nach Muspelheim. Glaubst du, der führt zur Kampfarena, die wir vor Jahren besuchten? Warum sagst du das? Wunschdenken vielleicht. Suter Spießruten. Das war ein Spaß. Das war Training. Das ist denn keinen Spaß. Tja, wie auch immer. Wir sollten die andere Hälfte des Samens. Wenn er wieder ganz ist, sehen wir, wohin er führt. Irgendwas Aufschlussreiches? Rüber. Hinter dir, Vorsicht!
Scheusale aus, als gäb's kein Morgen. Für sie wird es so sein. Hinter dir, Vorsicht! Scheusale, links! Rechte Seite! Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben, aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh? Und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Ich werde das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfheim-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Mimir. Das mit Odins Raben auf sich. Können Sie ihn überall hinbringen? Bis auf die Zwischenwelt. Zum Glück. Warum? Ist nicht so leicht zu finden, dank zwergischer Verzauberungen und Yggdrasils Natur. Glück für uns.